Ja, hi zusammen. Wie eben Sebastian schon angekündigt hat, möchte ich euch gerne noch mal ein paar Einblicke geben zur HRV, also ein paar Werte von meinem Training zeigen, meine Werte euch erklären und mal so ein bisschen erklären, ja, was kann man jetzt eigentlich mit der HRV machen, um sein Training zu optimieren? Also wie kann ich damit meine Regeneration besser steuern? Wie kann ich mein subjektives Beanspruchungsempfinden abgleichen mit objektiven Daten? Und dazu möchte ich euch ein paar Einblicke geben. Ja, Anfang Herzratenvariabilität. Was ist das eigentlich? Dazu hat ja schon mal Sebastian euch an der Tafel ein paar Dinge gezeigt. Und es geht ja bei der Herzratenvariabilität darum, also den Unterschied erstmal zur Herzfrequenz. Also die Herzfrequenz bisher so, was ich auf meiner Pulsuhr sehe, zum Beispiel 60 ist meine Herzfrequenz in Ruhe als Beispiel. Dann heißt das ja aber nicht, dass ja mein Herz wie ein Sekundenzeiger jede Sekunde schlägt, also 1, 1, 1, sondern diese Abstände sozusagen immer unterschiedlich sind. Also hier sieht man das jetzt zum Beispiel zwischen jeder Erzhacke, was Sebastian auch an der Tafel euch schon ganz gut erklärt hatte, sind unterschiedliche Millisekunden als Abstände. Und diese Variation der einzelnen Herzschläge, das bezeichnen wir als die Herzratenvariabilität. Und so variabler das ist, desto anpassungsfähiger ist das System. Also wenn man das mal betrachten, also das ganze autonome Nervensystem spiegelt sich wieder in der Herzratenvariabilität. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel zwischen dem parasympathischen und dem sympathischen Nervensystem. Und das zusammen hat einen Einfluss auf die Herzratenvariabilität. Also der Parasympathikus, und das ist sozusagen, da ist der Vagusnerv, das ist der Entspannungsnerv, für verantwortlich, dass das System sozusagen gebremst wird, also die Herzfrequenz abgesenkt wird. Und der Sympathikus, der aktiviert eher das System. Also da gibt es immer so, kann man sagen, Fight or Flight, den Modus. Also ich stehe unter Stress, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Dann wird das System total sympathisch aktiv und meine HRV sozusagen nimmt ab. Und oder ich bin Rest and Digest, also ich entspanne mich oder entspanne mich auch durch Atemübungen, dann wird das System sozusagen wieder runterreguliert. Das heißt, die HRV nimmt wieder zu. Das System ist wieder variabler, um auf verschiedene Einflüsse zu reagieren. Man nennt das auch sozusagen eine sympathovagale Balance. Also die normale HRV ist, also das Zusammenspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus ist ausgeglichen. Das heißt, zwischen stressigen Phasen und Erholungsphasen bin ich in der Balance, dann habe ich eigentlich so eine normale Anpassungsfähigkeit und bin eigentlich in einem guten Zustand. Aber das System kann halt auch in die Disbalance verfallen. Das heißt, dann ist meine HRV eingeschränkt. Das heißt, der Sympathikus, der psychische Stress, ist extrem hoch oder der Trainingsstress ist extrem hoch oder ich habe wenig Schlaf und dann habe ich eine geringe Anpassungsfähigkeit und meine HRV ist eingeschränkt. Ja, wenn wir jetzt mal gucken, was kann ich damit anfangen, also in Bezug auf Training. Wenn ich trainiere, dann habe ich eine bestimmte Dosis an Training, die wirkt auf mein System. Trainiere ich mehr, dann komme ich vielleicht schon ins funktionale Übertraining. Also das ist gut, ich habe viel trainiert und kann mich dann davon wieder erholen, das ist eigentlich was Positives. Aber dann irgendwann komme ich ins nicht funktionale Übertraining und irgendwann, wenn ich dann wirklich zu viel trainiere, komme ich ins Übertraining. Aber jetzt fragt man sich ja oft, wo eigentlich stehe ich jetzt hier? Also bin ich jetzt hier schon Richtung nicht funktionalen Übertraining oder bin ich noch in einem guten Trainingsreiz? Also muss ich jetzt Pause machen, muss ich ein bisschen runterregulieren oder bin ich halt eigentlich noch in einem guten Zustand? Und um diese Frage beantworten zu können, kann man sich natürlich fragen, wie fühle ich mich eigentlich? Das gibt mir eine Antwort, aber um jetzt mein Gefühl irgendwie damit auch abgleichen zu können, da hilft mir jetzt halt die Herzratenvariabilität. Ist sie eher hoch? Bin ich noch eher in dem Bereich? Ist sie eher eingeschränkt in Ruhe? Bin ich vielleicht schon hier Richtung Übertraining? Aber wie das genau aussieht, und besonders im Ausdauertraining, hängt das ein bisschen damit zusammen, habe ich eher einen Volumenreiz oder einen intensiven Reiz? Da möchte ich im Folgenden auch nochmal drauf eingehen. Aber man sieht erstmal in der Ruhe, also hier ist ein Beispiel, schlägt das Herz sehr variabel hier in der Kurve. Dann unter Belastung, klar ist die Herzfrequenz erhöht und das Herz schlägt weniger variabel. Und sofort nach einer Belastung, also die Wirkung der einzelnen Belastung in der Erholungsphase direkt zeigt auch erstmal, dass die Herzfrequenzvariabilität schon niedriger ist. Und dann, wenn ich mich weiter erhole, dann nimmt sie wieder zu. Also man sieht, dass einfach die Herzratenvariabilität direkt auf die Belastung reagiert. Jetzt würde man vielleicht sagen, okay, hat das immer mit der Höhe der Herzfrequenz zu tun? Nein, nicht unbedingt, weil jetzt habe ich mal hier
drei Beispiele von drei unterschiedlichen Personen, die jetzt hier eine Herzfrequenz haben im ersten, in der ersten Kurve von 74 und einen RMSSD. Also RMSSD, das hatte ja Sebastian auch schon euch erklärt, das ist dieser komplizierte Begriff, also Root Mean Square of Successive Difference, also die Summe der Quadratwurzel der aufeinander folgenden Abstände der Herzschläge. Also ein Parameter, um es jetzt nicht zu verkomplizieren, der halt die Herzfrequenzvariabilität beschreibt, weil es gibt nicht die HRV, sondern es gibt verschiedene Parameter, aber der RMSSD, also ich würde sagen, das reicht doch für uns jetzt erstmal hier, auf den kann man sich konzentrieren, weil der ist gut geeignet, um bei Kurzzeitmessungen Aussagen treffen zu können. Und der ist auch unabhängig von der Atmung, was auch daran sehr wichtig ist. Und hier kann man sehen, derjenige hat eine Herzfrequenz, die ist gar nicht mal so niedrig, ist noch ein ziemlich junger Sportler, aber hat einen sehr hohen RMSSD, das sieht man ja auch, also das Herz schlägt extrem variabel, das kann man auch schon grafisch ablesen. Das heißt, derjenige hat, obwohl er eine höhere Herzfrequenz hat, eine sehr hohe HRV. Hier in der Mitte ist ein Sportler, der ist 35, der hat eine Ruheherzfrequenz von 55, einen RMSSD von 43. Und hier unten ist ein Sportler, der ist 45, also liegt jetzt aber nicht nur im Alter, dass er es abgenommen hat, sondern bei älteren Sportlern nimmt die HRV zwar auch etwas ab, aber der hier hat nur noch eine eingeschränkte HRV von einem RMSSD von 6. Das heißt, hier ist überhaupt keine Variation mehr zu sehen, also sogenannte Starre. Und diese Starre kann dann wirklich dadurch zustande kommen, dass er es vielleicht mit dem Ausdauertraining auch übertrieben hat. Weil eigentlich führt Ausdauertraining erstmal dazu, dass sich die HRV verbessert, aber zu viel Training kann halt auch dazu führen, dass die Herzfrequenzvariabilität dann komplett eingeschränkt ist. Aber wie Sebastian auch schon euch erklärt hat, hat ja jeder sein eigenes Profil und jeder seine eigenen Werte. Das heißt, man kann sich auch nicht untereinander vergleichen. Ich kann jetzt nicht sagen, hey Nick, was ist deine HRV, sondern jeder hat sein eigenes Profil. Und das will ich jetzt im Folgenden auch noch ein bisschen erklären. Und zwar in dem Test, was Sebastian schon angesprochen hat, dem sogenannten Lagewechseltest oder auch Orthostatiktest genannt, geht es darum, dass man jetzt nicht nur eine Liegendmessung macht. Das ist hier, also hier liege ich für 3 Minuten. Dann stehe ich auf und dann stehe ich nochmal für 3 Minuten. Also das sollte man machen für mindestens 2 Minuten, 2 Minuten. Ich habe es eine Zeit lang immer für 3 Minuten, 3 Minuten gemacht, mache es jetzt aber auch für 2 Minuten, 2 Minuten. Und dann habe ich halt nicht nur die Herzfrequenz im Liegen und den RMSSD, sondern als zusätzlichen Parameter noch die Herzfrequenz beim Aufstehen und den RMSSD beim Aufstehen und halt den Peak. Also das heißt, wenn man aufsteht, dann kommt es sozusagen zu einer Regulation, dass die Herzfrequenz erstmal ansteigt und dann zu einer Gegenregulation, bis sie sich dann wieder einpendelt. Und das verändert sich halt auch, je nachdem, wie belastet man eigentlich ist. Und um jetzt mal zu zeigen, wie das ist, also von ein paar eigenen Werten von mir, möchte ich zeigen zum Beispiel einmal ein Beispiel von extremem Trainingsumfang, also zum sogenannten High-Volume-Training, HVT. Hier ist zum Beispiel eine Woche, wo ich einen Tag und 3 Stunden Training hatte, also über 24 Stunden trainiert habe in der Woche. Und da bin ich Mountainbike gefahren die ganze Woche und bin aber, hier sieht man jetzt die Herzfrequenzbereiche in der Woche, also in den unteren Herzfrequenzbereichen gefahren. Also nichts Intensives hat hier eigentlich groß stattgefunden, also sehr wenig Intensives. Also es war wirklich so eine typische, eigentlich High-Volume-Woche. Und wenn man jetzt hier sieht, jetzt habe ich hier mal so 3 dieser Tests dargestellt. Hier unten ist diese Woche, die ich eben gezeigt habe. Und der Test Tag 7 am Ende der Woche. Also nach dieser über 24 Stunden Mountainbike-Woche. Und man sieht jetzt hier meine Werte und kann das hier oben vergleichen mit diesen Durchschnittswerten. Das heißt, hier oben habe ich sozusagen meine Baseline, die ich bei normalem Training hatte. Also ich habe da eine Ruheherzfrequenz von 46. Ein RMSSD im Liegen von 169, ein Peak, also dieser Peak hier oben aufstehen bei 88, im Stehen 63 und ein RMSSD im Stehen von 64. Und jetzt, nach dieser krassen Umfangswoche, kann man sehen, okay, die Herzfrequenz im Liegen ist abgesunken auf 41, der RMSSD ist gestiegen, würde ich erstmal sagen, oh, ist ja super, also hohe HRV, niedriger Ruhepuls. Aber schaue ich mir jetzt im Stehen an, dann sehe ich halt ganz krass, meine Herzfrequenz im Stehen ist eigentlich fast wie im Liegen, 41 zu 42. Und der RMSSD, also die HRV im Stehen, ist extrem hoch mit 159. Und normal sieht man hier oben, hatte ich ja 64 im Durchschnitt.
Und ich habe mich auch echt schlecht gefühlt. Also da hat das mir gezeigt, okay, die Liegenwerte sind zwar gut, aber im Stehen, das System fährt dann gar nicht mehr hoch. Also das ist so ein Gefühl eigentlich, was man dann hat, wenn man einen Volumenblock gemacht hat. Nick, das kennst du wahrscheinlich auch, dass man so gar nicht irgendwie, gar nicht in Trott kommt. Also man möchte eigentlich den ganzen Tag am liebsten schlafen. Und geil, der Ruhepuls ist zwar niedrig und auch die HRV ist hoch, aber leistungsfähig bin ich hier halt überhaupt nicht. Und darauf kann ich dann reagieren und sagen, okay, danach mache ich jetzt eine Woche mit weniger Umfang. Die nächste Woche war dann hier mit 17 Stunden Training. Und jetzt sieht man hier ganz schön, dass dann die Ruheherzfrequenz ein bisschen wieder ansteigt auf 45. Der RMSSD auch wieder ein bisschen runtergeht. Und besonders hier im Stehen sich die Kurve hier wieder anhebt. Also Herzfrequenz im Stehen ist wieder 10 Schläge höher als im Liegen. Der RMSSD ist gesunken. Also das heißt sozusagen, der Vagus, der Entspannungsnerv, war im Stehen dann wieder ein bisschen runterreguliert, weil ich möchte halt im Stehen nicht, dass das System runterreguliert wird. Also ich möchte nicht im Stehen, dass jetzt so der Vagusnerv, also der Parasympathikus, so aktiv ist, weil wir wollen ja im Stehen Leistung bringen. Also das sozusagen, man möchte im Stehen immer, dass der RMSSD möglichst niedrig ist, während der im Liegen ruhig hoch sein kann. Ist aber es dann sogar wichtiger, im Stehen noch zu messen als im Liegen? Weil die gute Frage. Liegen. Genau, das ist so, die Kombination von beiden ist sehr gut, aber besonders die Stehendmessung gibt uns Ausdauersportlern viel Auskunft, weil unsere Ruheherzfrequenz durch das ganze Volumentraining sowieso schon so runtergedrückt ist. Ja. Mhm. Und dann und dann sieht man halt so eine Woche später, wo ich dann noch weniger trainiert hatte, also sozusagen getapert hatte, da habe ich dann 9 Stunden Training gehabt, dass jetzt meine Kurve wirklich wieder im Stehen, Liegen, 25 Schläge Unterschied zeigt. Ja, und hier wäre ich jetzt auch leistungsfähig. Da könnte ich dann sagen, okay, das war sozusagen getapert und sehe jetzt, okay, da fühle ich mich auch ready, so habe ich mich auch gefühlt dann, nicht mehr müde. Und ja, habe wieder eine Kurve, die ziemlich so meinen Ausgangswerten und meiner Baseline entspricht. Und das ist halt super hilfreich, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen Volumenblock, möchte sehen, wie lange brauche ich eigentlich, um mich so von diesem Volumenblock jetzt zu erholen. Und dann kann ich das halt einfach gut nachvollziehen. Jetzt habe ich den Test zwar jeden Tag gemacht, aber zeige jetzt hier nur beispielhaft den Test von jedem 7. Tag. Aber man muss ihn jetzt auch mal, wenn man einen Tag mal den Test nicht macht, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil dann macht man halt am nächsten Tag wieder. Also ich mache den immer morgens, also direkt nachdem ich wach werde, muss man halt leider einen Brustgurt anziehen. Oder es gibt natürlich auch andere Technologien, die am Handgelenk messen können. Ich mache es mit einem Brustgurt und es gibt halt auch bei Polar eine Funktion, Orthostatik-Test, die das automatisch schon so auswertet. Sonst kann man das aber auch einfach individuell so aufzeichnen und auswerten. Und ja, wenn ich jetzt ein weiteres Beispiel zeige, Höhentraining. Das hatte ich ja mit Sebastian auch schon angesprochen. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt in die Höhe gehe? Weil da fragt man sich ja häufig so, wie lange dauert es eigentlich, bis ich mich an die Höhe adaptiert habe? Und hier in dem Beispiel, da war ich auf 2100 Meter und habe da trainiert, um das jetzt kurz zu zeigen, hier in der Woche 14 Stunden, also ungefähr so durchschnittliches Training für mich, 122 Kilometer und die Trainingsverteilung war auch relativ durchschnittlich, also jetzt kein High-Volume-Training, aber jetzt auch kein unbedingt super intensives Training. Okay, habe ich jetzt hier zwei Kurven, 11. Januar, 12. Januar, das war nach dieser einen Woche, so diese 122 Kilometer, diese 14 Stunden Training. Und jetzt sehe ich, so dadurch, dass ich ja auf 2100 Meter bin, und hier ist dargestellt, also immer mein Average ist hier unten, meine Durchschnittswerte, also seit 2014 gehen diese Werte jeden Tag da ein, in diese Baseline. Jetzt sehe ich, okay, Ruheherzfrequenz 56, 10 Schläge über meiner Baseline. Dann mein RMSSD in Ruhe ein bisschen niedriger, RMSSD im Stehen auch niedriger, das heißt, das sympathische System ist mehr aktiv, weil der Parasympathikus ist runterreguliert, niedrige HRV. Aber besonders hier beim Aufstehen 95 Schläge und im Stehen sogar 21 Schläge mehr als ich unten habe. Also eine Herzfrequenz von 89, wenn ich allein schon stehe, was ziemlich heftig ist. Ja, und dann, okay, nach der Woche kam dann der Ruhetag. Und jetzt wollte ich sehen, okay, hilft mir denn der Ruhetag, um jetzt mich in der Höhe dort zu erholen? Und dann sieht man, okay, nach dem Ruhetag, ein einziger Tag schon, am nächsten Morgen der Test, hat sich schon die HRV in Ruhe auf 193 erholt. Das heißt, das parasympathische System war wieder mehr aktiv, ich war wieder mehr entspannt. Und auch im Stehen sieht man, dass der Test, weil ich da wieder niedrigere HRV im Stehen habe, auch wieder besser aussieht. Was aber auch so ein typisches Phänomen ist für die Höhe, dass halt besonders in der Stehendmessung ja hier diese Schwankungen zu sehen sind. Also das habe ich schon bei mehreren Sportlern gesehen, dass man so ein bisschen so eine Kreislaufinstabilisation auch hat. Man merkt, ich bin so aufgestanden und dachte so, ist irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Und das spiegelt sich halt auch in dieser Kurve wieder, in diesen Wellen, dass
Ja, das ist so die Höhe irgendwie im Stehen, was ausgelöst hat, dass ich mich halt, nachdem ich gelegen habe am Morgen und nicht so gut direkt fühle. Man sieht auch in diesem Peak hier, dass da so eine relativ schwache Gegenregulation ist. Also, dass er nicht so tief runter geht und hoch, sondern halt echt die Herzfrequenz im Stehen besonders hoch ist. Und im Liegen sehe ich es auch, aber ich finde, man sieht es im Liegen nicht ganz so deutlich. Ja, und als drittes möchte ich noch ein Beispiel zeigen, was ist jetzt eigentlich, wenn man ein intensives Volumentraining hat. Das heißt also, mehr so in den intensiven Trainingsbereichen viele HIIT-Trainingsprogramme gemacht hat. Da habe ich jetzt hier mal eine Woche rausgesucht. Da habe ich 33% bzw. 3,5 Stunden an der anaeroben Schwelle trainiert. Das sieht man hier sehr deutlich. In der Zone 4 haben ziemlich viel Training stattgefunden. Also da waren relativ viele Intervallprogramme dabei und insgesamt bin ich da 148 Kilometer gelaufen und es waren 13 Stunden Training, also es war jetzt nicht wenig, aber jetzt kein High-Volume-Training, aber halt einfach viel Intensität und das war halt in der Wettkampfphase auch. Ja, und dann will ich jetzt hier mal den Test zeigen, 2 Tage vor dem 10-Kilometer-Rennen, was dann gefolgt ist, also da habe ich nach dieser Woche dann, habe ich getapert und dann kam der Test vor dem Rennen, 2 Tage davor und da müsste ich jetzt eigentlich schon ganz gut erholt sein, aber man sieht jetzt hier, also meine Ruheherzfrequenz ist 50, ist jetzt nicht so toll. Aber was richtig krass ist, also wenn ich aufstehe, ist mein Peak bei 104. Ich bin aufgestanden und hatte direkt 104 Herzfrequenz und im Stehen ging es dann auch nur auf 93. Aber ich war jetzt hier nicht in der Höhe, also das war im Flachland. Und der Test sieht ein bisschen aus wie der eben, den ich gezeigt habe, oder fast noch schlimmer eigentlich, wie der jetzt in der Höhe. Also man sieht jetzt hier 93 im Stehen. Das ist halt für mich extrem hoch und das weicht halt von meinem Durchschnitt um 27 Schläge ab. Ja, und aufgestanden und direkt Herzfrequenz 104. So. Also irgendwas hat hier schon mal gar nicht mehr gestimmt. Und Dann die das, Training. ja, ja, und also HIIT-Training ist gut, aber vielleicht war das halt ein bisschen zu viel. Gut, dann folgte das Rennen danach. Ja, und das Rennen war jetzt auch nicht so gut. Aber dazu muss ich sagen, also wenn ich. Dass man natürlich diesen Test macht und dann sieht man, oh Gott, der Test ist nicht gut, dann psychologisch, wie geht man denn dann in das Rennen? Deswegen ist ganz gut, man macht ja den Test, wenn man ihn vorm Rennen macht und wertet ihn danach aus. Weil ich habe ihn dann auch, also ich mache das nicht, dass ich mir den Test vorm Rennen angucke, wenn ich irgendwie da ein bisschen Bedenken habe, weil ich will mich davon psychologisch nicht beeinflussen lassen, wenn ich dann eh nicht mehr agieren kann kurz vorm Rennen. Also wenn ich noch agieren kann im Training, ist das super, nur hier war es ja jetzt zu spät, was soll ich jetzt machen? Sondern ich gucke dann danach an, das Rennen lief nicht gut. Mein Test war jetzt auch nicht so gut. Okay, das intensive Training war zu viel. Die Taper-Phase hat hier auch nicht ausgereicht. Und das ist halt einfach super hilfreich, weil sonst fragt man sich, woran lag's? Und ja, du hast dich vielleicht nicht gut gefühlt, aber warum hast du dich nicht gut gefühlt? Jetzt sieht man, okay, das war halt einfach mal ein bisschen zu viel Schwellentraining an der Stelle. Und um halt diesen Test jetzt wieder umzukehren, ist halt dann wichtig, einen aeroben Trainingsblock zu setzen. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt wirklich aus der Intensität raus. Mach wieder aerobes Training und warte einfach mal ab, wie lange dauert das, dass sich jetzt hier diese Werte, besonders im Stehen, halt wieder absinken und ich halt wieder sozusagen an meiner individuellen Baseline in die Nähe komme. Das Ganze nennt man auch sozusagen Vagusdepression. Also das heißt, dass der Vagusnerv, der Entspannungsnerv, ist halt komplett unterdrückt. Das System ist so hochreguliert, dass man halt auch zum Beispiel ein bisschen so das Gefühl hat, also das Gegenteil von was wir beim High-Volume-Training hatten, dass man den ganzen Tag müde ist, sondern eher so, man schläft jetzt schlecht, man wacht morgens auf, fühlt sich eigentlich voll energiegeladen, aber im Training geht halt trotzdem nichts, weil halt so der Entspannungsnerv komplett unterdrückt ist. Also das Gegenteil nennt man dann Vagus-Overshoot, also das war das beim High-Volume-Training, dass ich da das Gefühl habe, der Entspannungsnerv ist so aktiv, dass ich halt komplett müde bin. Ja, um das jetzt mal zusammenzufassen, also mein Vater ist Professor für Sportwissenschaft und hat so ein Modell aus vielen verschiedenen Daten von vielen Sportlern entwickelt, um halt diesen orthostatischen Test jetzt anzuwenden im Training. Und das Modell von ihm möchte ich jetzt mal kurz vorstellen. Also man sieht jetzt hier oben diese Baseline, sozusagen diese Healthy Condition, also wo ich eine hohe Leistungsfähigkeit habe, liegend und stehend, Herzfrequenz ist eine Differenz und habe diese Werte halt erhoben vorher und gucke jetzt, aufgrund von Training, wie weicht das ab? Und dann kann man so ein bisschen sehen, wenn meine Kurve jetzt aussieht wie B, C oder D, woran kann es liegen? Also um es jetzt nacheinander durchzugehen, bei B ist ungefähr, ist halt der Effekt von hochintensivem Training. Ich trainiere viel hochintensiv oder bin auch sehr gestresst, dann sinkt mein RMSSD, also meine HRV im Liegen ab, die sinkt aber auch im Stehen ab und meine Herzfrequenz erhöht sich in beiden. Okay, dann das nennt man dann, weil ich gesagt habe, so der Entspannungsnerv ist unterdrückt, Vagusdepression. Und
ich bin nicht besonders leistungsfähig, wenn das so der Fall ist. Und würde darauf reagieren und sage, okay, aerober Trainingsblock, um mich davon wieder zu erholen und zurück zu A zu kommen. Dabei C ist das, was ich eben so ein bisschen gezeigt habe. Ich trainiere vielleicht viel an der Schwelle, also viel HIIT, und aber auch noch einen ganz guten Volumenreiz. Und das ist gerade das Interessante, dann tut sich im Liegen gar nicht so viel. Bei dem Liegen ist es dann eine Kombination aus dem Volumenreiz und dem intensiven Training, dass ich ja gar nichts groß sehe, aber im Stehen ist halt krass, dass meine Herzfrequenz da besonders hoch ist und halt der RMSSD halt im Stehen komplett eingeschränkt ist. Und bei D ist dieses Beispiel, ich trainiere einfach ultra viel Volumen ohne Intensität und hab dann kaum noch eine Differenz zwischen Liegen und Stehen. Also meine Liegendherzfrequenz ist wirklich, die kann dann fast gleich der Stehendherzfrequenz sein. Das ist halt verrückt. Man liegt und hat dann 41 und steht auf und hat immer noch 42. Und da hat man dann wirklich einen krassen Volumenreiz gesetzt. Das ist auch mal gut. Also wenn man das so möchte, dann sieht man auch, okay, das Training, den Trainingsreiz, den ich erzielen wollte, den habe ich erzielt, aber ich muss mich jetzt davon halt echt erholen. Und ja, also ich finde es ziemlich hilfreich, jetzt zu sehen, wie man darauf reagiert. Das ist natürlich immer, funktioniert natürlich nur so, wenn man eine Liegend- und eine Stehendmessung macht. Klar, es ist schon mal gut, wenn man überhaupt eine Messung macht und nur eine Liegendmessung macht oder vielleicht auch nur eine Stehendmessung macht. Ich möchte euch jetzt dann nochmal an der Tafel zeigen, wie man jetzt wirklich das Training mit dieser Baseline-Findung und dann mit sozusagen dem Modell und den RMSSD-Werten dann steuern kann. Dazu switchen wir wahrscheinlich über zu der Tafel, die hier irgendwo ist. Und das zeige ich euch dann nochmal im nächsten Video. Ja, dazu sind wahrscheinlich jetzt nochmal viele Fragen, die könnt ihr gerne unten drunter schreiben. Ich kann mir vorstellen, das war jetzt nochmal ein bisschen viel, aber... mega interessant. Ja, danke. Ich hoffe, ich habe mich da nicht überrannt, aber es ist so, ja, ich weiß nicht, so als Läuferin und Sportwissenschaftlerin gleichzeitig ist halt so HRV eins der Themen, mit dem ich mich halt liebend gerne beschäftige und mit meinen eigenen Werten, weil ich finde, man kann halt super viel daraus lesen und ja, wer da halt Bock drauf hat, der sollte sich meines Erachtens auch damit beschäftigen, weil HRV, ich meine, es kostet nichts, diese Messung zu machen, außer halt morgens die paar Minuten. Aber so mehr Messungen man hat, desto mehr kann man auch sagen, okay, wenn ich die ein paar Morgen nicht mache, ist nicht so schlimm, weil ich kenne ja meine Werte.